Mal zweite Einwohnerfragestunde und ich darf nach vorne bitten als Ersten, und das ist ja Olaf Schumann. Da, kommen Sie, Sie können hier vorne, Sie können auch ein Seitenmikrofon nehmen, wie Sie das wünschen. Ich bleibe hier an der Seite. Meine Frage richtet sich an den Stadtrat, wie der das neue Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz, wie das gestaltet werden soll. Ich habe der Presse entnommen einen gigantischen Entwurf mit viel Glas und Stahl, den halte ich für völlig monströs. Und die Frage ist, bleibt das bei einem Entwurf so? Gibt es noch eine Möglichkeit, das zu verbessern? Und naheliegend wäre ja, wenn in der Jury Leute sitzen, die bisher erfolgreich in dem Gebiet für Dresden tätig waren, zum Beispiel Vertreter aus der Gesellschaft Historischer Neumarkt, die finde ich da aber alle nicht. Und deswegen ist die Frage, bleibt das so und wann wird denn ein verbindlicher Entwurf mal präsentiert? Für den Kollegen Schmidtler-Montin übernimmt Frau Jenisch die Beantwortung. Sehr geehrter Herr Schumann, nein, es wird gerade nicht so bleiben. Der Entwurf, den Sie in der Presse noch sehen, geht zurück auf den Siegerentwurf des Evaluierungsverfahrens zum städtebaulichen Konzept aus 2017. Der damalige Siegerentwurf des Büros Barcode Architects aus Rotterdam ist durchaus Grundlage für die räumliche Anordnung der Gebäude und der Platzgestaltung im Bebauungsplan, der ja bekannt ist. Im Rahmen der Abstimmung zum Bebauungsplan wurde mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt, dass die Traufhöhe des neuen Verwaltungszentrums unter der des neuen Rathauses bleibt, und demzufolge entfällt der Hochpunkt, wie sicher auch öffentlich bekannt geworden ist. Und ich sage dazu, in meinem Fach, ich bin Mitglied dieser Jury, auch aus energetischen Gründen werden wir eben nicht so eine Glasfassade verfolgen. Was aber selber da momentan diskutiert wird, kann ich jetzt noch nicht öffentlich sagen, denn die Landeshauptstadt Dresden befindet sich ja derzeit im Ausschreibungsverfahren für einen wettbewerblichen Dialog nach der VOB. Bis Mitte 2019 haben sich verschiedene Firmen beworben, um an dem Verfahren teilzunehmen. Im Dezember 2019 wurden die ersten Konzepte eingereicht und im Februar 2020 durch eine Jury, eben bestehend aus Vertretern des Stadtrates, dem Oberbürgermeister, drei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, ich bin eine davon, Vertretern der Verwaltung und Gutachter bewertet und überarbeitungsweise formuliert. Derzeit werden mit drei Bietern die jeweiligen Konzepte noch intern weiterentwickelt. Bestandteil dieser Dialogphase ist auch das äußere Erscheinungsbild, das also noch in der Erarbeitung der Bieter ist. Das Dialogverfahren ist ein nicht öffentliches Vergabeverfahren und deshalb dürfen wir im Moment die Entwürfe nicht veröffentlichen. Aber im November, Dezember 2020 wird nach Vorlage der letztendlich unveränderlichen Angebot eine Bürgerbeteiligung stattfinden, bei der die Entwürfe dann natürlich öffentlich gezeigt werden und die Bürger sie bewerten können und sich einbringen können. Dankeschön. So, dann machen wir weiter und als nächster Fragender ist Herr Stefan Döring. Ist Herr Stefan Döring da? Bei mir fehlt auf der Liste auch noch das Sieg. Ah, da ist er. Bitte. Kommen Sie ans Seitenmikrofon oder kommen Sie nach vorne, wie Sie es möchten. Das? Denke ich ja. Okay. Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Lames, verehrte Stadträte, ich bin hier im Namen der Bürgerinitiative Fernsehturm Dresden, nicht zu verwechseln mit dem Verein. Jetzt besser? Ja, besser. Gut. Ja, ich bin hier im Namen der Bürgerinitiative Fernsehturm Dresden, nicht zu verwechseln mit dem Verein für den Fernsehturm Dresden. Wir sehen aktuell eine ganze Reihe grundlegender, konzeptioneller, finanzieller und genehmigungsrechtlicher Fragen ungeklärt. Und dennoch sollen Sie als Stadträte demnächst Gelder in nicht unerheblichem Umfang für die Wiedereröffnung des Fernsehturms als touristisches Ziel freimachen. Die freitägliche Einwohnerversammlung letzte Woche bestätigte äußerst schwierige infrastrukturelle Erschließung und die Konzeptionslosigkeit des Vorhabens. Ja, es gilt zu befürchten, ich will jetzt nicht allzu sehr ausführen, es fehlt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, aber ich darf leider nur eine einzige Frage stellen. Wir haben Tausende dazu. Meine Frage lautet, wie passen die für die Wiedereröffnung notwendigen Ausgaben der Stadt Dresden für Planung, Investitionen an sich und
den späteren Betrieb des Fernsehturms und der benötigten Infrastruktur in den Kanon steigender Elternbeiträge und Parkgebühren, bankrotter weißer Flotte, ungeklärter Sanierung des Blauen Wunders und dem massiven Verzicht an vielen anderen Punkten städtischen Lebens in Dresden. Herr Döring, also der Fernsehturm beschäftigt ja den Stadtrat schon seit vielen, vielen Jahren. Da gibt es wahnsinnig viele Aufträge, Prüfaufträge, Beschlüsse. Und der Beschluss aus 2018 zum Sanierung und Finanzierungskonzeption für die Wiedereröffnung des Fernsehturmes in Dresden hat zunächst erstmal schon damals Geld, städtisches Geld für die Wiedereröffnung als Kofinanzierung eingestellt, zudem auch gleichzeitig oder etwas einige Tage vorher im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, nämlich am 8.11.2018, eine 50-prozentige Förderung und die entsprechenden Mittel im Bund für den Fernsehturm eingestellt worden sind. Und auch der Freistaat Sachsen hat sich zu einer 25-prozentigen Beteiligung, ebenso wie die Landeshauptstadt Dresden, entschlossen. Diese Projektfinanzierung, so war der Auftrag des Stadtrates, ist eben bis zum 30. Juni 2020 dem Stadtrat vorzulegen. Das ist genau die Vereinbarung, die im Moment im Geschäftsgang ist. Zusätzlich sind ja die Verkehrsuntersuchung angestrebt worden und jetzt letztens in der Einwohnerversammlung vorgestellt worden. Ich darf auch sagen, es war ja eine Anregung gewesen aus der Einwohnerversammlung, die Auslagefrist zu verlängern. Das ist passiert. Bis zum 19. Juli 2020 können entsprechende sowohl im Online-Verfahren wie eben auch in den Ortsamt bzw. Ortschaft Einwendungen vorgebracht werden. Und jetzt will ich die Einwohnerversammlung hier nicht nochmal doppeln. Wichtig und richtig ist, dass die Anregungen, die sowohl in der Einwohnerversammlung selber gestellt worden sind, genauso die, die jetzt in der Bürgerbeteiligung jetzt in den nächsten Tagen erfolgen, werden dann in eine Auswertung gebracht und auch diese dem Stadtrat zur Auseinandersetzung, zur Beschlussfassung vorgelegt werden innerhalb dieses Jahres, sodass der Rat über beide Thematiken befindet. Aber richtig ist, dass die Finanzen, die Entscheidung, Mittel aus dem Stadthaushalt bereitzustellen, bereits schon in 2018 getroffen worden ist. Und diese Entscheidung kann natürlich der Stadtrat immer wieder in Frage stellen. Das ist das gute Recht eines Rates. Und das ist im Rahmen der Haushaltsdebatte hat zu erfolgen und natürlich auch in der Beschlussfassung über die Vorlage. Man muss aber eben beachten, dass wir 75% Förderung für die Fernsehturmöffnung in Aussicht haben, zugesichert bekommen haben. Und wenn man den Fernsehturm ernstzunehmend angehen möchte, was viele Dresdnerinnen und Dresdner ja signalisieren, wird man das günstiger nicht mehr bekommen. Und das ist eine Abwägefrage, die die Politik zu treffen hat. Ja, da sei da vielleicht noch ergänzt, dass diese 75-prozentige Förderung, auf die Sie hier anspielen, ausschließlich für den Turm itself gemacht wird. Die gesamte Infrastruktur, und wir kennen die grobe Schätzung von Spiekermann mit über 40 Millionen, die ist davon nicht betroffen. Das sind ja die Sowieso-Maßnahmen, wo wir uns eh fragen, wie Sie die schaffen wollen bei Ihrem Bautempo bis zur Eröffnung des Turmes. Aber ich habe noch eine zweite Frage. Sie lenken gerade Gelder in Kredite um, indem Sie die in die Stesat auslagern und dann wieder zurückmieten und so weiter. Soll dieses freigelenkte Geld etwa dafür verwendet werden, uns dieses Projekt leisten zu können? Also Sie können da einfache Mathematik machen und sagen, wir bekommen freigelenkt, wenn wir den Fernsehturm streichen, etwas über 6 Millionen Euro bei einer Gesamtfinanzaufwand von gut 25 Millionen Euro, die wir eben ansonsten aus Drittquellen bekommen, die natürlich auch dann an hiesige Betriebe als Aufträge gehen. Und das müssen wir nicht machen, das ist natürlich völlig frei. Und richtig ist, dass für die Verkehrserschließung
in dem sogenannten Sowieso-Szenario 40,8 Millionen Euro veranschlagt werden. Sowieso heißt es deswegen, weil es in dem Haushalt und der Prioritätensetzung des Straßen- und Tiefbauamtes Priorität 1 Maßnahmen sind, die irgendwo ist die höchste Wichtigkeit, entsprechend deswegen mit einer Priorität 1 versehen sind und sowieso in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden müssen. Aber man darf auch noch mal erwähnen in diesem Zusammenhang, dass wir uns auch über den Eingemeindungsvertrag mit Schönfeld-Weißig zu einer ganzen Reihe von Ausbaumaßnahmen verpflichtet haben. Auch das ist in dieser Thematik entsprechend drin. Und insoweit wird das erwartete Einsparvolumina jetzt nicht in dem Suggerierten von Ihnen, wenn man das jetzt mal addiert und kommt dann fast auf 70 Millionen, das kann ich jetzt irgendwo anders einsetzen, so wird die Mathematik dann nicht funktionieren. Darauf muss man immer wieder hinweisen. Aber natürlich, selbstverständlich, ist das eine Prioritätensetzung hier dieses entsprechenden Gremiums, die da immer wieder neu und natürlich mit Verantwortungsbewusstsein der Stadtrat trifft. Okay. Vielen Dank. Wir freuen uns über die Umsetzung des Sowieso-Konzepts. Denke ich mir. So, wir machen weiter mit dem nächsten Fragenden. Das ist Heldgard Fleischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Anwesende, ich stehe hier, weil mich folgende Frage bewegt. Warum werden die Grünflächen in unserer Stadt, egal von Land, Stadt, Genossenschaften oder Privateigentümern, so häufig gemäht? Ich bin der Meinung, weniger wäre hier mehr. Dadurch würde der Boden nicht so stark austrocknen, die Staubbelastung nicht so hoch sein oder der Staub würde besser gebunden. Die Insekten, deren Rückgang ja dramatisch ist, hätten eine bessere Heimstatt. Außerdem sehen die blühenden Wiesen viel, viel schöner aus als die gemähten Äcker. Typisches Beispiel ist die Margrittenwiese gewesen, die auf der Ginzstraße in voller Blüte stand, gemäht wurde. Unterhalb der Autobahnbrücke die wunderbaren Klatschmohnfelder, die Ränder, die am rechten Elbradweg waren, weggemäht. Und heute starb das Habichtskraut auf meiner Straße den Tod durch den Rasenmäher. Ich bin der Meinung, wir sollten dort weniger mähen und die Umwelt schützen. Meine Bitte, Schonzeit für unsere blühenden Wildblumen. Die Beantwortung übernimmt sehr gerne die zuständige Bürgermeisterin Frau Jenichen. Sehr geehrte Frau Fleischer, für die Flächen, die zu uns als Stadt gehören, stellen wir tatsächlich die Pflege an vielen Stellen um oder haben sie schon umgestellt. Der jetzt größere Teil der kommunalen Rasenflächen wird extensiv gepflegt, also im Langschnitt nicht so oft. Und zunehmend sehen wir Blühwiesen aus. Prominente Beispiele sind jetzt die Blühwiesenstreifen an der Petersburger Straße am mittleren Fußgängerübergang. Da haben wir auch Schilder aufgestellt, die erklären, was wir da anstreben und was wir da einsetzen. Und Sie sehen so einen Ansatz, ich finde übrigens gestalterisch im Ergebnis sehr schön, am Promenadenring West auf den neu entstandenen Flächen, wo Sie verschiedene Arten von Blühwiesen eingesät finden. Wir können in dem Bereich, wo wir nicht selber pflegen und Eigentümer sind, uns nur beraten und selber beraten als Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Ich freue mich aber, dass sich das auch zunehmend bei privaten und bei anderen öffentlichen Nutzern wie dem Freistaat und den Kirchen durchsetzt. Und ich finde wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger das aufgreifen, wie Sie jetzt. Es gibt natürlich auch Flächen, die aufgrund ihrer Eigenart nicht für den Langschnitt geeignet sind, weil sie zu schmal sind oder weil sie dichten Gehölzstand haben, weil Blickbeziehungen freigehalten werden müssen an Straßenkreuzungen oder auf denkmalgeschützte Objekte oder weil sie sehr stark genutzt sind. Da passen wir gerade die Pflegekonzepte an, um sie nicht unnütz zu mähen, sondern wirklich nur so weit, wie es notwendig ist.
Aber auch das geht schrittweise. Dankeschön. Der nächste Fragende wäre Herr Erik Menzel. Wo ist Herr Erik Menzel? Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Erik Menzel und komme in Vertretung von meinen Vereinsmitgliedern. Ich bin Vereinsvorstand von einem Verein, der sich mit einem relativ jungen Thema hier in Dresden beschäftigt. Das ist Gaming und E-Sport, Entschuldigung. Und deswegen komme ich mit der Frage zu Ihnen, vor allen Dingen, weil sich gerade im Dresdner Raum eine eindeutige Stärkung von dem Thema durch verschiedenste Vereine zeigt. Wie steht denn die Stadt zu diesen Themen im Gaming und E-Sport, also dem wettbewerblichen Spielen von Computerspielen zum Beispiel, als ja, Zukunftsmedium? Und wenn man als wird in der Stadt schon darüber nachgedacht und wenn ja, in welchem Umfang? Immer wenn es um das Geld geht, dann ist der Kollege Dr. Lahm ist der Richtige. Ja, sehr geehrter Herr Menzel, Herr Oberbürgermeister für Digitales und auch für Sport bin ich zuständig. Insofern berührt das ja viele Punkte in meinem Geschäftsbereich. Deshalb, Herr Menzel, grundsätzlich sind wir aufgeschlossen all diesen Dingen gegenüber, kümmern uns insbesondere ja auch um die digitale Infrastruktur, aktuell Breitbandausbau, denn das ist ja auch eine Voraussetzung, dass man da sich gut entwickeln kann. Was jetzt die zur Verfügungstellung von Räumen oder anderen Ressourcen der Stadt angeht, so sagen wir nicht nein und können im Einzelfall dort auch helfen, wenn beispielsweise ein Raum gemietet werden soll für ein Treffen oder wie auch immer. Das kann im Einzelfall ermöglicht werden, so wie für jeden anderen Verein auch. Der dritte Kreis, den Sie ansprechen, das ist die Sportförderung, die wir den Sportvereinen zukommen lassen. Da ist zurzeit für den E-Sport-Bereich keine Förderung möglich. Das liegt an folgender grundlegender Denkweise, die wir da anlegen. Für die Frage, was ist Sport und unterliegt der Sportförderung, vertrauen wir nicht auf unsere eigene Weisheit, sondern knüpfen an das an, was die Sportselbstverwaltung, sprich die Sportverbände, Landessportbund, Stadtsportbund, was die als Sport ansehen. Wer dort Mitglied ist als Sportverein, der wird von uns auch als Sportverein gefördert. Das ist der Automatismus, weil wir uns nicht anmaßen zu entscheiden, das ist jetzt Sport und das ist keiner. Sie wissen, dass dort seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes zurzeit eine Diskussion läuft, Begutachtung läuft, ob und inwieweit E-Sports Gaming dort anerkannt werden kann und aufgenommen werden kann in die Sportverbände. Wenn das der Fall sein wird, dann wird auch das ein Gegenstand unserer Sportförderung sein. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall und deswegen gibt es diese Sportförderung derzeit nicht. Gut, danke schön. Das ist im Grundsatz eine, wie ich persönlich finde, auch sehr richtige Angehensweise. Das ist ein Thema, das soll man nicht auf Stadtebene vor allen Dingen klären. Ich persönlich frage mich, wer denn die Ansprechpartner für uns als Verein zum Beispiel sein könnten, wenn es um Thema zum Beispiel Zusammenarbeit mit der Stadt für solche Themen geht. Das sind, glaube ich, die Ansprechpartner allgemein, die für das bürgerschaftliche Engagement zur Verfügung stehen. Also die Abteilung Bürgeranliegen im Bürgermeisteramt, die Stadtbezirksverwaltungsstellen, die Verwaltungsstellen in den Ortschaften
Und wenn eine konkrete Frage ist zu einer Raumvergabe, sicherlich auch diejenigen, die über diese Räume verfügen. Aber generell steht Ihnen grundsätzlich das gesamte Repertoire der Stadtverwaltung für die Betreuung bürgerschaftlicher Anliegen zur Verfügung. Gut, vielen Dank an der Stelle. Dann kommen wir zum nächsten Fragenden. Das ist Herr Knebel. Wo ist Herr Knebel? Da ist Herr Knebel. Bitte schön. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich stelle eine Frage im Auftrag von Frau Corinna Petasch. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilbert, ich bitte um Beantwortung folgender Frage. Wie wird konkret der Klimawandel mit der vor einigen Jahren beschlossenen Verdichtung der Stadt und der damit verbundenen Auflösung sämtlicher Grünflächen im Zentrum in Einklang gebracht bzw. umgesetzt? Hierbei sollte beachtet werden, dass Dachbegrünung bzw. minimal vorhandene neu bepflanzte Baumreihen oder die kleinen Grünflächen am Postplatz keine Alternative im Hinblick auf Wärmereduzierung bzw. keinen Lebensraum für Vögel bieten. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, Corinna Petasch. Hier übernimmt auch für Kollegen Schmidtler-Montin Frau Jenisch die Beantwortung. Sehr geehrter Herr Knebel, wir teilen diese Sorge. Der Stadtrat hat ja vor einigen Jahren schon das Leitbild der Entwicklung einer kompakten Stadt im ökologischen Netz beschlossen, weil er gesehen hat, dass in den Zeiten des Klimawandels nicht nur Stadt dicht entwickelt werden muss, sondern dass eben auch das ökologische Netz, die Grünflächen und die Biodiversität geschützt und gefördert werden muss. Und wir sehen ja zurzeit gerade in Sachsen, dass die jährlichen Mitteltemperaturen deutlich ansteigen. Wir haben Ihnen das im Übrigen noch mal ausführlicher aufgeschrieben. Ich würde das jetzt aber mit Ihrem Einverständnis nicht so lange vortragen, sondern Sie können es da noch mal nachlesen. Kompakte Stadt, dichte Stadt deshalb, weil dadurch die Wege kurz gehalten werden und letzten Endes CO2 eingespart werden kann durch kurze Wege, kurze Erschließungskosten und nicht so viel Flächen versiegelt werden. Da sind wir schon bei den Grünflächen einerseits und andererseits ökologisches Netz, also artenreich, biodivers entwickelte Grünflächen, damit die Stadt lebenswert bleibt und auch kühl. Deshalb wollen wir einerseits die Grünflächen, die wir jetzt noch haben, nach Möglichkeit bewahren, nicht mehr abgeben als Stadt, wenn es nicht dringend nötig ist, und machen in kleinerem Maßstab bei Begrünungsvorhaben, bei eigenen städtischen Bauvorhaben oder auch bei privaten Bauvorhaben jetzt immer Auflagen für Gründächer und für Gebäudebegrünung, wo sich das anbietet und das technisch möglich ist. Dazu haben wir Ihnen auch die Standards im Einzelnen nochmal aufgeschrieben. Bei Bebauungsplänen ist das leichter möglich, schwieriger ist das bei Bebauung, wo wir einzelne Baugenehmigungen geben. Deshalb hat uns der Stadtrat den Auftrag gegeben, eine Begrünungssatzung für den überwärmten Bereich zu entwickeln, dass wir solche Auflagen direkt machen können. Und mit dem Entwurf sind wir leider auch Corona-bedingt verzögert, aber relativ weit. Zusätzlich haben wir aber eine Reihe von Begrünungsmaßnahmen in diesem verdichteten Raum schon entwickelt und geplant. Ich zähle jetzt Zeit beispielsweise auf die schrittweise Herstellung des Promenadenrings. Von einem Teilstück hatte ich in der letzten Frage schon erzählt. Jetzt sind wir am Pirnaschen Platz. Weitere Grünzüge sollen entlang der Reitbahnstraße nördlich des Wiener Platzes, der sogenannte Grünbogen, sowie an der St. Petersburger Straße entstehen. Entlang der Kreuzstraße planen wir gerade größere Baumpflanzungen und auch an der Ost- und Westseite des Altmarktes. Wir stellen das Maatregime der Grünflächen um, dazu hatte ich vorhin schon etwas gesagt, und wir planen eine ganze Reihe von Baumpflanzungen. Und ich freue mich sehr, dass gerade auch die Stadtbezirke, die jetzt nach der Stadtbezirksverfassung selber Geld haben, ihr Geld dafür auch gerne mit einsetzen. Neu angelegt haben wir in der Stadt den Grünzug Weißeritz auf den Flächen des früheren Weißeritz-Flusslaufes, der ein sehr guter multifunktionaler Grünzug ist.
Es gibt in Pieschen den neuen Grünzug Gehestraße mit einem Geh- und Radweg, der zwei Schulbauten verbindet und wo auch urbanes Gärtnern möglich ist. Und es gibt demnächst, werden wir ihn eröffnen, den neuen Grünzug an der Magdeburger Straße, der auch einen Geh- und Radweg aufnimmt. Das sind nur einige Beispiele größerer Grünzüge im überwärmten Bereich. Wichtig ist natürlich, dass wir die unverbauten Elbwiesen und die unverbauten Kaltluftschneisen im Hang sehr gut erhalten und pflegen und hegen für unser Stadtklima. Vielen Dank. Als nächste Fragende darf ich Frau Margitta Herz nach vorne bitten. Ah, da sind sie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Anwesende, die Anzahl der Zebrastreifen in Dresden ist sehr gering. Ich glaube, 19 gibt es wohl nur. Welche Pläne gibt es, die Zahl der Zebrastreifen im Stadtgebiet zu erhöhen? Ich habe selbst einen 8-jährigen Enkel, der auf dem Schulweg eine verkehrsreiche Straße überqueren muss, die aber weit und breit keine Ampelregelung hat. Das ist für jedes Kind eine Gefahr und ein Zebrastreifen könnte Abhilfe schaffen. Auch hier übernimmt für Kollegin Schmidt-Lamontin Frau Jenichen die Beantwortung. Sehr geehrte Frau Herz, es ist uns in der Stadtverwaltung sehr wichtig, die Verkehrssicherheit gerade für schwächere Teilnehmer wie Kinder oder auch Menschen, die nicht so schnell über die Straße flitzen können, zu erhöhen. Zum Teil kann das durch bauliche Maßnahmen erfolgen, die natürlich längere Planungszeit brauchen und auch Geld kosten. Zum Teil ist das durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen möglich, also Maßnahmen, wo der Verkehrsraum neu aufgeteilt oder definiert wird, die dann mit weniger Geld und einer farblichen Markierung umgesetzt werden können. Sie sprechen Zebrastreifen an. Allerdings erfordert beides zunächst eingehende Prüfungen, manchmal auch Untersuchungen über die Verkehrsabläufe, über die Verkehrsbelegung und die technischen Auswirkungen, bevor diese Festlegung, die ja gegenüber allen Verkehrsteilnehmern dann gilt, im Sinne von Einschränkungen, anderen Regelungen, und teilweise sind dafür die gesetzlichen Vorgaben und technischen Richtlinien doch relativ komplex. Gerade Querungen für Fußgänger sind ein Schwerpunkt der Arbeit im Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften geworden. Und dann wird immer geprüft, machen wir jetzt etwas Bauliches, also eine Gehwegnase, oder legen wir etwas im vorhandenen Straßenraum fest, wie eine Mittelinsel, errichten wir eine Lichtsignalanlage oder legen wir einen Fußgängerüberweg an. Das ist der Zebrastreifen. Und da hat ein Beschluss des Stadtrates in der jüngeren Vergangenheit nochmal den Anstoß gegeben, die Einrichtung von Zebrastreifen verstärkt zu prüfen. Seitdem beschäftigt sich das Straßen- und Tiefbauamt intensiv mit Vorschlägen nach Standorten aus Reihen der Kommunalpolitik und der Bürgerschaft. Und das werden wir als Arbeitsschwerpunkt auch für in den kommenden Jahren fortsetzen. Dazu gibt es eine Rechtsvorschrift des Bundes und die setzt solche fachlichen Untersuchungen voraus, gibt hohe Anforderungen und derzeit sind etwa 20 Standorte für solche Zebrastreifen schon festgelegt. 4 davon wurden bereits realisiert. Die restlichen sind in der planerischen Vorbereitung und sollen in den nächsten Monaten folgen. Und dann werden wir das natürlich fortsetzen und weitere prüfen und realisieren. Also es ist angeschoben. Es ist nicht unaufwendig in der Verwaltung, aber es kostet zum Glück nicht viel Geld und war deshalb auch von keinen Haushaltssperren betroffen. Dankeschön. Jetzt frage ich, weil abgesagt ist, aber ich frage trotzdem, ob Thomas Köcher da ist. Weil er doch gekommen ist, ist er nicht. Dann kommen wir zum nächsten Fragenden, Oleg Konrad Witt. Bitte schön. Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Ich zitiere aus einer Meldung vom 19.03. Das Coronavirus stellt uns als Stadtgesellschaft vor ungeahnte Herausforderungen. Darauf müssen wir und werden wir auf allen Ebenen reagieren. Die Dresdnerinnen und Dresdner müssen wissen, dass die Stadt für sie da ist.
Der Stadtrat hat Ende März Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung für Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, beschlossen. Die Hilfe hat leider nur wenige Betroffene erreicht. Viele Betroffene, die erst nach der Veröffentlichung im Amtsblatt davon erfahren haben und darauf vertraut haben, dass die Bewerbungsfrist bis zum 31. Mai gilt, gingen leer aus. Leider wurde hier nicht nach dem Solidaritätsprinzip gehandelt. Nicht in erster Linie Bedürftigkeit war entscheidend, sondern die schlichte Tatsache, wer schnell ist und gut informiert ist, hat den Vorzug. Das Prinzip der Stärkeren. Wenn der Stadtrat eine Soforthilfe zur Verfügung stellt, was an sich sehr lobenswert ist, dann muss dafür gesorgt werden, dass gemäß dem Gleichheitsprinzip für alle Betroffenen die gleichen Chancen gelten. Die auch vom Stadtrat zu Recht geforderte Solidarität droht hier an Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn es dann nach kurzer Zeit und inmitten der Pandemiekrise die Antragsteller und die Antragstellerinnen mit das Geld ist alle abgewiesen werden. Wenn Notmaßnahmen beschlossen werden, dann muss gewährleistet werden, dass genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder die begrenzten Mittel gerecht unter allen Betroffenen aufgeteilt werden müssen. Weshalb hat der Stadtrat dafür nicht gesorgt, dass in der solidarischen Art und Weise allen Betroffenen geholfen wurde und nicht nur denen, die schnell genug Wind davon bekommen haben? Weshalb war der Stadtrat nicht in der Lage, dem Bedarf entsprechend die Mittel in der Notsituation so aufzustocken, dass niemand hier auf der Strecke bleibt? Also, sehr geehrter Herr Witt, vielen Dank für Ihre Frage. Also, erster Punkt ist, und da kann man dem Stadtrat nur außerordentlich dankbar sein, dass er ein Soforthilfeprogramm auf den Weg gebracht hat. Mir ist keine andere deutsche Stadt bekannt, die in dieser Größendimension ihren Unternehmen geholfen hat, wie das Dresden gemacht haben. Und es sind da nie auch ein paar wenige, sondern es sind 10.000 Betroffenen Unterstützung gewährt worden. Und es ist auch nie irgendwie mit Hinterzimmerkenntnissen gearbeitet worden, sondern ich habe alleine hier aufgelistet, 9 Pressemitteilungen haben wir rausgegeben zur Bekanntmachung. Es ist mehrmals auch in den Social Medias, über Facebook, über Twitter darauf aufmerksam gemacht worden. Aber auch diese Stadt Dresden hat begrenzte finanzielle Mittel und hat, nachdem sie zunächst 5 Millionen gewährt hat, dann nochmal eine Aufstockung um weitere 5 Millionen Euro gemacht, hat aber gesagt, mehr ist mit unseren finanziellen Möglichkeiten nicht durchführbar. War auch dafür gedacht, dass insbesondere die Zeit überbrückt wird, bis dann die Bundesförderung, die im Werten gewesen ist, dann auch greift. Und genau diese Zeit haben wir damit auch ausgeschöpft und ist auch kein Willkür gemacht worden, sondern es gibt eine Verwendungsrichtlinie, eine Fachförderrichtlinie, und nach dieser Fachförderrichtlinie ist eingeschätzt worden, da mussten auch entsprechend die Unterlagen eingereicht werden, wer erfüllt die Zuwendungsvoraussetzung, wer die Zuwendungsvoraussetzung erfüllt, der hat auch einen Anspruch auf die Förderung, und dann ist es natürlich eine Abarbeitung, in dem wer zuerst den Antrag eingereicht hat, hat auch als erstes den Anspruch auf eine entsprechende Förderung. Und als dann die Mittel entsprechend ausgeschöpft waren, und das hat der Stadt auch klar und deutlich formuliert, dann ist eben keine weitere Förderung mehr möglich. Naja, gut, ich glaube, Sie machen sich das ein bisschen zu einfach für dich. Also wenn Sie von vornherein wissen, dass nicht alle Betroffenen hier die Hilfe bekommen können, also Sie müssen vorher schon wissen, wie hoch oder wie groß der Kreis der Betroffenen sein muss, dann leider ist meine Vermutung, dass das ja eine Aktion ist, die
wirklich tatsächlich von vorne einfach nur für eine begrenzte Anzahl der Betroffenen gilt und man von vorne damit kalkuliert, dass viele einfach, die betroffen sind, die vielleicht zum Beispiel jetzt gerade auch nicht die Zeit haben, sich mit Antragen zu beschäftigen, weil sie Kinder betreuen müssen, einfach dann leer ausgehen. Also in Ihrer Antwort vermisse ich eine Selbstkritik, die hier, glaube ich, absolut erforderlich ist, dass diese Art und Weise, wie Sie hier vorgegangen sind, einfach Frustrationen verursacht. Das ist, glaube ich, Ihnen jetzt wohl noch nicht bekannt. Also Herr Witz, nächstes Mal lasse ich mir Ihre Telefonnummer geben, werde Sie vorher fragen, mit wie viel Sie rechnen. Wir haben eine Pandemie in dieser Form noch nicht in unserer Stadt gehabt, haben da auch nicht auf Erfahrungswissen zurückgreifen können, haben nach bestem Wissen und Gewissen hier im Stadtrat entschieden, haben festgestellt, dass wir deutlich mehr Antragsteller bekommen, als wir zunächst erwartet haben. Da hat der Stadtrat sich in einer sehr schnellen Aktion zu weiteren finanziellen Mitteln nochmal auf den Weg gemacht und hat damit seine Möglichkeiten mehr als ausgeschöpft. Und deswegen lasse ich das auch nicht im Raum stehen. Ich bin dem Stadtrat außerordentlich dankbar, dass er so schnell und stringent gehandelt hat und eben eine wahnsinnige Größenordnung von 10 Millionen Euro für die Kleinst- und Kleinunternehmen sofort zur Verfügung gestellt hat, was sie in keiner anderen Stadt bekommen haben. Und das ist, glaube ich, eine Kritik, die ist nicht richtig am Platz. Natürlich gibt es dann immer eben auch Probleme, dass wenn das Geld alle ist, ist es alles, ist aber in jedem Fördertopf so. Ja, wie gesagt, also ja, es ist ja in Ordnung. Wie gesagt, ich stelle gar nicht jetzt in Frage, dass Sie da lobenswert gehandelt haben. Nur die Frage ist, weil Sie auf der einen Seite, ich spreche als Kulturschaffende, auf der einen Seite Sie beschließen eine Maßnahme, die einigen zugute kommt und dann wenige Wochen später gibt es eine Haushaltssperre, die vor allem auch die Kultur betroffen macht. Also das ist für mich so eine Frage, wie handeln wir? Auch da nochmal ganz deutlich, gerade in dem Kulturbereich haben wahnsinnig viel, und ich kenne viele, und viele haben sich auch persönlich bei mir bedankt dafür, dass die Stadt Dresden sowas gemacht haben. Und ich habe eher Briefe bekommen von Kultureinrichtungen oder von Kulturschaffenden, die dummerweise ihren Unternehmenssitz oder ihren persönlichen Sitz außerhalb der Stadt Dresden haben, wo man dann sagen kann, das tut mir leid, dann müsst ihr mit euren Gemeinderat reden, dass sie keine Förderung bekommen haben. Und ich weiß auch von anderen Städten in Sachsen, die mit der Dresdner Förderrichtlinie gekommen sind und sagen, Mensch, wir würden uns in unserer Stadt eben solches wünschen. Wir haben, das kann ich nur noch wieder mal betonen, wir haben das möglich gemacht, was die Stadt leisten kann. Und wie wir gesehen haben, ja, es ist leider so, es gab mehr Betroffene, die hätten unter der Förderrichtlinie gefallen, aber das Volumina war begrenzt. Okay, danke. So, dann haben wir die neunte Frage, Familie Sogala. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Anwesende, unsere Frage betrifft diese Parkplätze im Zuge der Wernerstraße, der Baumaßnahmen. Und zwar sind wir hier im Namen unserer Kleingartensparten, weil wir dort Einengungen befürchten. Und zwar sollen dort in der Wernerstraße erstmal 40 Parkplätze wegfallen. Die Parkfläche unter der Löpterer Brücke Weißeritz ist ja jetzt beräumt worden, wird wieder als Parkplatz hergestellt. Im Moment ist dort aber Parkverbot gewesen. Wir mussten dort auch auf diese Wernerstraße ausweichen mit. Diese Parkflächen unter der Brücke haben wir als Kleingartensparte auch immer sehr gut nutzen können, da wir ein Vereinsheim haben mit vielen Veranstaltungen, wo Gäste auch mit Fahrzeugen anfahren müssen. Und nun ist unsere Bedenken, gibt es dann noch ausreichend Parkplätze für Anlieger und wird dabei auch diese Parkflächen für die Kleingartensparten mit berücksichtigt? Das ist unsere Frage, weil die Fußwege an der Wernerstraße ja doch ziemlich breit sind, dass man dann vielleicht auch
ausweichen könnte, auf diese Fußwege parken zu dürfen. Auch hier übernimmt für Kollegen Schmidtler-Martin Frau Jenisch die Beantwortung. Sehr geehrte Frau Sogalla, sehr geehrter Herr Sogalla, einer Parkraumuntersuchung des Stadtplanungsamtes zufolge steht generell vom Status quo im Umfeld der Wernerstraße ausreichend Parkraum zur Verfügung. Insbesondere weisen Kolumbusstraße, Eichendorfstraße, Baluschke-Straße und Wernerplatz hinreichende Kapazitäten auf. Dazu sehen wir auch Flächen unter der Löbtauer Brücke. Zusätzlich ist der Bau von Parkbuchten im nördlichen Gehweg der Wernerstraße im Jahr 2021 geplant, um einen Teil der Parkstellplätze kompensieren zu können, der durch die notwendige Einrichtung von Radverkehrsanlagen auf der Wernerstraße entfallen wird. Lediglich die Fläche unter der Brücke entlang des Emmerich-Ambrus-Ufers kommt als Parkplatz nicht in Frage und war auch nicht als solcher ausgewiesen. Dort ist der Abstand zwischen der Brückenunterkante und der Fläche unter der Brücke so gering, dass es dort Sicherheitsrisiken gibt. Insbesondere sind dort häufig Wohnmobile und Wohnwagen abgestellt worden, die dann zu Brandlasten geführt auch weil da Gasflaschen an Bord waren. Also nur, dass Sie sich vorstellen, warum wir das so als Gefahr sehen. Wir meinen natürlich nicht die Kleingärtner in ihren Gärten. Wir bedauern, dass das gegebenenfalls jetzt etwas weitere Wege für Sie bedeutet. Generell müssen wir aber sagen, die Verkehrssicherheit geht da insgesamt vor und in der Fläche drumherum wird dann hinterher wieder genügend vorhanden sein, wenn wir gebaut haben. Das ist gut, das beruhigt uns erstmal und Dankeschön. Ja, und ich hätte noch mal bitte eine zweite Frage. Und zwar ist doch der Dreikaiserhof schon viele Jahre geplant und jetzt fertiggestellt. Und man wusste ja, was der Dreikaiserhof für eine Verkehrsdichte hat. Und jetzt ist die Wernerstraße dran mit Umbau. Konnte man da nicht vorher die Wernerstraße umbauen und dann den Dreikaiserhof? Denn wie gesagt, auf der Wernerstraße sind sehr hohe gefährliche Ecken. Das bedeutet, Autos stehen dort, Spiegel werden abgefahren und, und. Und damit mal die Frage, könnte man das nie anders konzipieren, dass man die Umgehungsstraße baut und dann den Dreikaiserhof? Also die Frage ist immer, ob andere darauf warten können, wie schnell wir als Stadtverwaltung sind. Das ist hier nicht gelungen. Ich würde aber Ihnen zum Bauablauf gerne noch mal eine schriftliche Antwort vorbereiten lassen, weil ich jetzt auf den Punkt dieser Abläufe nicht präzise vorbereitet bin. Generell können wir aber nur unsere Abläufe diktieren und nicht die anderen. Denn es ist ja so, wie gesagt, die zwei Fußgängerseiten sind 8 Meter breit zur Straße. Und ich bilde mir ein, eine 8 Meter Breite, da kann der Radfahrer sein, die Bäume könnten auch fallen, neue Bäume gesetzt werden und das wirklich schön gestalten. Ich danke. Ihnen nochmal schriftlich. So, damit sage ich vielen, vielen Dank an alle Dresdnerinnen und Dresdner, die mit ihren Fragen heute hier die Stadtratssitzung genutzt haben für ihre Fragen. Ich wiederhole nochmal, weil ich eingangs gesagt habe, alle, auch die mündlich vorgetragen worden sind und die eingereicht worden sind, bekommen auch noch eine schriftliche Antwort von uns zugesandt.